Wir müssen Rotwild finden. So steht es geschrieben. Nein, wir, wir haben in der letzten Folge ja, sind wir relativ viel gestorben und ich habe dann gesagt, dass wir halt unsere Ausrüstung für Edward mal ein bisschen verbessern, damit er ein bisschen mehr aushält, weil es wird doch ein bisschen schwieriger momentan. Und somit haben wir dann gesagt, wir werden in dieser Folge und vielleicht auch in der nächsten ein bisschen Kingston erkunden, ob wir Rotwild finden zum Jagen, weil das brauchen wir nämlich für die Ausrüstung. Und ja, deswegen synchronisieren wir das Ganze jetzt hier und schauen mal wieder auf die Karte. Und schauen mal, was wir hier so freigedeckt haben. Okay, da ist ein Manuskript haben wir da. Da ist ein Links. Okay, dann wenn wir jetzt mal hier weitergehen, in diese Richtung. Wenn man überhaupt da hinlaufen kann. Das wäre da Richtung Wald. Ich hoffe mal, obwohl es sieht eigentlich nicht danach aus. Schauen wir mal. Dürfen wir eigentlich darüber? Ich glaube eher weniger. Oder? Schauen wir mal. Tarnungssperrgebiet. Warum auch immer. Okay, dürfen wir anscheinend doch nicht hochklettern, aber warum ist denn hier so ein Klettern? Okay. Das wird, glaube ich, nicht richtig sein. Ich glaube, man kann da, drüben, glaube ich, gar nicht hin. Also heißt es, müssen wir doch dann mal auf die Karte nochmal schauen und müssen wahrscheinlich dann hier mal hin, um zu synchronisieren. Bewegen wir uns mal schnurstracks zu dem nächsten Aussichtspunkt. Ja, und nicht mehr lange. Nächsten Freitag. Also ich nehme diese Folge am Sonntag auf. Und nächsten Freitag gibt's Daylight in der Let's Play Live Show. Und da dürft ihr euch riesig freuen. Und ich freue mich auch schon wie ein Schnitzel und ich habe ein wenig Gänsehaut und ich grusel mich jetzt schon vor. So, wir sind immer noch in Kingston und versuchen Rotwild zu finden. Also nicht laut Mission, falls ihr jetzt erst eingeschaltet habt, sondern um die Ausrüstung von Edward zu verbessern. Da ist die Kirche. Das werden wir mal synchronisieren. Oh, wir sind auch fleißig am Arbeiten hier. So, alle hopp. Hallo, Edward. Okay. Dann gehen wir wie jeder normale Otto-Normalverbraucher einfach mal die Treppe hoch. So, das mit dem Synchronisieren hatte ja Far Cry auch drin gehabt. Far Cry, das ist geklaut von Assassin's Creed. Far Cry 3. Aber ich find's ganz okay. So kann man auch so ein bisschen mal die Landschaft erkunden. So ein bisschen was freidenken von der Karte. Finde ich ganz akzeptabel. Finde ich ganz cool. So, was haben wir denn hier? Okay, hier ist nichts an Wild zu jagen. Wenn wir mal hier hingehen jetzt. Das ist ja auch nicht so weit. Das sind gerade mal 140 Meter circa. Und ob wir da Rotwild finden, da sehen wir jetzt gleich. Oder ob wir irgendwo hier in der Nähe überhaupt Rotwild haben, um zu jagen. Weil ich möchte doch schon gerne die Ausrüstung verbessern von Edward, weil ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass es doch jetzt in der nächsten Zeit sehr schwierig werden könnte für uns dann. Edward, kletter da hoch. Edward, geht doch. Ja, Edward, du musst da hochklettern.
Genau so, wunderbar. Du machst das ganz toll, Edward. Genau, sehr schön. Ja, mittlerweile ist momentan wieder super Wetter hier in Kingston. Wir haben ja mal eine Folge erlebt, wo es anfing zu regnen. Urplötzlich. Und dann kam auch irgendwann wieder ganz schnell der Sonnenschein. Also, das ist hier wie in England, dass es ganz schnell geht mit dem Wetter, dass es umschlagen kann. So, gucken wir doch mal. Da haben wir Kaninchen, ne, oder? Ja, Kaninchen, aber das bringt uns nichts. Wir brauchen Rotwild. Die Frage ist hier, wenn wir das hier aufdecken, das Ganze frei, aber da ist Sperrgebiet. Da müssen wir mal gucken, dass wir da mal reinkommen. Vielleicht kommen wir da auch durch die Mission rein, ich weiß es nicht. Genau, ich darf nicht ver... Oh, hier ist sogar schon Sperrgebiet. Oh. Boah. Mist. Das ist ja schon das Sperrgebiet. Und da hinten bei den Steinen ist... Oh, jetzt jagen die mich auch noch. Geht weg. Ihr stinkt. Geht doch weg, ihr stinkt. So, wenn wir mal runterrutschen. Hallo, Edward? Also es ist ein bisschen hakelig, also da hätte ich mir doch lieber eine Sprungtaste gewünscht bei Assassin's Creed. Wie Sperrgebiet. Hier ist doch kein Sperrgebiet. Also zumindest noch nicht. Hallo, kletter da hoch. Geht an die Seite. Da können wir nicht draufklettern, das heißt, wir müssen wahrscheinlich außen rum. Und dann landen wir, vermute ich mal, ins Sperrgebiet. Ja, das war ja sowas von klar. Das heißt, wir müssen das Ganze ein bisschen taktischer angehen. Schleichen, nicht gesehen werden, außen rum und solche Geschichten. Ich werde mal oben die Wache zum Schlafen schicken. Wenn ich sie dann mal ins Visier bekomme. Na toll. Ich bin wahrscheinlich zu weit weg. Warum? Ja, ich bin zu weit weg. Ja, klasse. Uah, uah. Hallo. Na, gucken wir mal, dass wir hier irgendwie reinkommen. Ne, ich kann den nicht betäuben, warum auch immer. Ich glaube, ich habe mir den schlechtesten Ort oder Punkt ausgesucht zum Reinkommen in diesem Sperrgebiet. Vielleicht gibt es da sogar einen besseren, ich weiß es nicht. Müssen auf jeden Fall so schnell wie möglich die Mauer erklimmen. Da läuft einer. Ah, okay, man kann ihn doch zum Schlafen schicken. Man muss nur wahrscheinlich näher dran sein. Ja, so zum Beispiel. Oh, kletter da hoch. Los, Edward, komm. Los, 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 los. Sehr schön. Oh, das wird so ein knappes Ding, ne? Das wird so ein... Boah, wie soll ich denn hier raufkommen? Ich muss da rein? Wie soll ich denn da reinkommen? Oh nein! Die ganze Arbeit umsonst wahrscheinlich. Oh, hier ist eine Kiste. Naja, immerhin eine Kiste gefunden, aber wie soll ich denn hier reinkommen? Ah, es wird wahrscheinlich so ein Missionsdingen sein. Vorher kommt man da nicht rein. Ist natürlich jetzt ärgerlich. Oder kann man hier über das Haus darauf springen oder da reinspringen? Naja, es wäre zu weit. Aber wie kommt man denn da?
Nein, da kommt man so nicht rein. Ah, das ist natürlich jetzt ärgerlich. Jetzt so gefreut, dass man vielleicht da den... dass man es da synchronisieren könnte. Aber nee. Mist! Das heißt, wir müssen uns doch einen anderen... Uah, ich wurde, glaube ich, gesehen. Dass wir uns doch einen anderen Punkt suchen, um Rotwild zu finden. Das ist natürlich... natürlich ärgerlich. Vielleicht müssen wir auch dann mit dem Schiff weiterfahren. Wisst ihr was? Wir machen einfach mit der Mission weiter und falls wir dann irgendwo mal zwischenzeitlich gucken, wir dann mal auf die Karte, ob wir dann zwischenzeitlich dann irgendwann mal Rotwild finden, wenn wir dann eine Mission haben. Ob es vielleicht da in der Nähe irgendwo ist. Spring da runter, Edward. Spring da einfach runter. Mann! Gott! Gordon Freeman! Und deine Brechstange. Möchtet ihr wissen, wie viele Leute das auch gemacht haben, so wie ich bei Half-Life mit Gordon Freeman mit der Brechstange einfach mal 100 Mal gegen die Wand geklatscht. Ding, 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 ding. Ich glaube, jeder hat's mal gemacht. Ja, ich würde mich natürlich auch freuen, wenn es irgendwann mal ein neues Half-Life geben wird. Ich glaube, da oben treffen wir James the Kid, ne, oder? Wenn ich es richtig sehe. Klettern wir mal ruf. Obwohl das auch einen Aussichtspunkt. Hatten wir den eigentlich schon synchronisiert? Weiß ich gar nicht. Naja, gucken wir mal. Unbemannt. Aber hier werde ich erstmal synchronisieren. Ich glaube, das haben wir nämlich noch nicht. Guckt einer an. Vielleicht sehen wir ja doch noch Rotwild gleich auf der Karte. Aber fangen wir erstmal die Mission an. Unbemannt. Treffen wir uns doch in einem Pub. Ich kam nach Kingston, um ein Ziel zu finden. Saufgelager haben keine Priorität. Wir könnten zusammenarbeiten, weißt du? Du willst Lawrence Prinz erwischen und ich seinen Gefangenen. Wir suchen den Weisen ebenfalls, Edward. Leg dich nicht mit uns an. Möge der bessere Mann gewinnen. Wachen patrouillieren über den gesamten Besitz. Sie benutzen Glocken, um Ärger anzuzeigen. Siehst du da? Wir sollten sie unbrauchbar machen, bevor wir fortfahren. Bei so vielen Männern hier hilft uns Heimlichkeit allein nicht weiter, also tue ich, was ich kann, um sie abzulenken. Dann hast du eine Chance, sie auszuschalten. Bereit? Du heißt nicht James, oder? Hä? Hä? Meistens nicht. Komm mit. What the fuck? Okay. Heißt also anscheinend doch nicht James. Und ja, Wahnsinn, also bin ich jetzt auch tierisch erschrocken. Wir können hier wahrscheinlich runterspringen. Okay, da habe ich jetzt auch nicht schlecht gestaunt. Na, vielleicht bahnt sich da noch was an. Schauen wir mal. Wenn du Prinz vor mir siehst, töte ihn. Dann ist sogar etwas Geld für dich drin. Abgemacht? Okay. Verdammt, Mann. Wie kommt's, dass du eine Frau bist? Gott, Edward! Muss ich dir das erst noch erklären? Also, ich habe einen Auftrag. Du kannst dich später lustig machen.